Personalauswahl. Auf meinem Kanal findest du ganz viele Tipps, wie du rekrutierst. Bei mir in den Seminaren auch. Aber was ist, oder andersrum, die meisten Tipps sind natürlich, wie du Verkäufer rekrutierst. Ne? So, da komme ich her. Aber wir rekrutieren natürlich auch Führungskräfte. Verkaufsleiter, Marketingleiter, Personalleiter und so weiter. Und was läuft da anders? Was machst du da anders? Da ist der Prozess ja nicht genau gleich. Also, es läuft im Grunde genommen gleich, es gibt die Bewerbung, es gibt das telefonische Interview, es gibt das Vorstellungsgespräch und wenn der Kandidat immer noch klasse ist, dann wird er eingeladen zu einem Schnuppertag. Das heißt, er lernt einen Tag lang seine zukünftige Arbeitsumgebung kennen, wenn er sich denn dafür entscheidet, mit uns zu arbeiten und wir uns entscheiden, mit ihm zu arbeiten. Also, das Arbeitsumfeld räumlich, er sieht die Büros, aber auch die Mitarbeiter, das heißt seine Mitarbeiter aus seinem Team, aber auch die anderen Mitarbeiter, die anderen Kollegen, er lernt seinen Chef kennen und so weiter. So, und was machst du jetzt mit dem an dem Schnuppertag? Ja, am Anfang lässt du ihn ein bisschen rumlaufen, du lässt ihn dann auch ein paar Sachen selber machen. Nachmittags gibt es eine geniale Übung. Die Übung ist die hypothetische Frage. Einmal angenommen, gesetzt den Fall, du wärst, das ist die hypothetische Frage. Das heißt, ich wünsche mir immer am Nachmittag von einer Führungskraft die Antwort auf etwa 10 Fragen. Kommen 10 Fragen und ich frage dann immer mal angenommen, du wirst hier Chef. Was wirst du ändern? Was wirst du ändern in dem Bereich? Was wirst du ändern in dem Bereich? In dem Bereich, in dem? Ich frage 8 bis 10 Bereiche ab und frage, was wirst du ändern? Warum wirst du das ändern? Mit welchem Ziel? Und das ist klasse. Am Nachmittag sitzt die Führungskraft da am Schreibtisch und tippt genau diese Antworten in den Rechner. Das ist der Wahnsinn. Wenn du die richtige Führungskraft hast und du siehst dann, was die Führungskraft auch für eine Vision hat, was für Ziele sie hat, wie sie umsetzen will, was sie an dem Tag beobachtet hat, dann weißt du am Ende, wenn du das durchliest, das ist der richtige Mitarbeiter und du machst ihm ein Vertragsangebot. Oder aber du weißt, ach du meine Güte, nee, also das willst du auf keinen Fall. Dann bekommt er kein Angebot. So oder so ist es eine spannende Übung. Wenn er bleibt, dann weißt du direkt, in welche Richtung es geht und was seine ersten Schritte sein werden. Wenn er nicht startet, hast du zumindest mal einen sehr qualifizierten Blick von außen bekommen. So, mein Tipp für einen Schnuppertag einer Führungskraft, lass diese 8 bis 10 Fragen schriftlich beantworten. Gib dafür den ganzen Nachmittag Zeit. Ist sehr spannend, was da rauskommt. Dieses Thema mit dem Schnuppertag und die Idee für die Führungskräfte, das ist etwas, was wir beispielsweise einmal in der Woche, immer donnerstags, im Mentoring-Programm besprechen. Das Mentoring-Programm und alle Infos dazu findest du hier. Und wie du besser führst als Führungskraft, das findest du hier.